zurück aus der Pause. Weiter geht es mit dem roten Teppich des Deutschen Filmpreises. Mal Gratulation für die Nominierung. Bist du aufgeregt? Danke, ja, ich bin da aufgeregt, ja. Hast du denn deine Dankesrede? Weil ich denke mal, du gewinnst es, du holst dir das Ding heim, schon geschrieben? Nein, ich habe da nichts vorbereitet. Für mich ist die Auszeichnung schon da. Ich bin ja nominiert. Das ist schon unglaublich. Und wer da heute Abend gewinnt, das entscheidet die Akademie, so die ganzen Kollegen. Und ich bin da jetzt einfach guter Dinge. Und es ist mir auch wirklich, also es ist mir relativ egal, wer heute gewinnt. Ja. Aber mir nicht. Ich hoffe, du gewinnst. Kannst du denn, du kennst doch die Emojis, kannst du für mich ein Emoji-Gesicht machen? Ja, ich... Ah, das ist doch geil. Nee. Zeig nochmal. Das hast du schon gut gemacht. Sehr gut. Ich kann das nicht. Okay, also, doch, das kannst du. Das ist, Sie kriegen den Ehrenpreis und Sie sind nominiert für das beste Drehbuch. Ja. Wie fühlt es sich an? Naja, ein Doppellob habe ich natürlich auch in meinem Leben noch nicht bekommen und fühlt sich gut an, dass man in meinem Alter noch mal so beglückt wird. Du kennst ja sicherlich die Emojis. Kannst du mir so ein schönes Emoji-Gesicht machen? So ein schmunzelndes oder lachendes oder ein mit der Zunge raus, bitte? Ich habe das Quiz, ich habe alles gelöst, außer eine Frage. Und nur die habt ihr reingeschnitten. Ihr seid die miesesten Fake News aller Zeiten. Seitdem habe ich mir geschworen, mit euch nie fucking wieder. Doch, komm. Wo wir mal geguckt haben, ehrlich gesagt. Welche Stadt ist das und welcher Film? Seattle, Schlaflos wahrscheinlich dann in Seattle, ne? Nein, das ist auf der anderen Seite der Welt. Australia? Guck mal, neben der Brücke, das Gebäude. Seattle gesagt. Nee, Sydney. Oh Gott, ist das Schlaflos in Sydney. Das wollte ich sagen. Danke. Schlaflos in Sydney. Nein, es ist Findet Nemo. Ah ja, das wusste ich nicht. Das hätte ich gewusst. Okay. Aber ja. Jetzt kommt der letzte Film. Ja, Psycho! Hitchcock, schönes Ding. Kurz danach kriegst du ein Messer in den Hals. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter, ne? Vielen Dank, Gibby Five. Dankeschön. Wie ist es jedes Mal jetzt, bist ja des Öfteren schon hier gewesen, immer wieder hierher zu kommen? Ich wohne um die Ecke, insofern ist das wunderbar. Ich springe Taxi und bin in 4 Minuten hier. Ja, das ist gut. Du kennst sicherlich auch die Emojis. Könntest du mir ein Emoji-Gesicht machen für mich, so ein lachendes oder weinendes oder ein Smiley? Dankeschön. Diese Woche ist Games Week und ich bin jetzt hier im Seelchen am Holzmarkt. Und was hier so geschieht, das seht ihr jetzt. In 7 Tagen verband die Games Week mit ihren 12 Einzelveranstaltungen das Ziel, Wirtschaft, Technologie und Kultur zu verbinden. Of the Games Week. Hallo, Herr Liebe. Hallo, freut mich. Ja, seit wann findet die Games Week statt? Seit wie vielen Jahren? Seit 5 Jahren findet die Games Week Berlin statt. Vorher waren es die deutschen Games-Tage, die liefen 6 Jahre, also haben wir insgesamt jetzt 5 plus 6, 11 Jahre. Wie kam es dazu? Die deutschen Games-Tage waren, wie der Name schon sagt, relativ deutsch. Auch die meisten Events waren deutschsprachig. Und ich habe mir dann im Urlaub tatsächlich überlegt, im Herbsturlaub, so, was könnte man denn besser machen? Wie könnte man eine neue Dachmarke für Berlin schaffen? Was ist der USP von Berlin? Ist die Internationalität. Also es gibt Menschen aus der ganzen Welt, die hier arbeiten, gründen, Firmen leiten. Die Branche, die Games-Branche ist genauso international, auch vom Vertrieb her. Und dementsprechend war es nur ein logischer Schritt, eine Marke zu schaffen, die für die Welt offen steht. Und dann Dachmarke Games Week Berlin aufgeschrieben und gesagt, okay, was können wir denn leisten? Was schaffen die einzelnen Events vielleicht nicht? Durch die Kombination von 12 verschiedenen Events in einer Woche auf einer Webseite
erreicht jedes einzelne Event deutlich mehr Aufmerksamkeit. Und für Medien, für Teilnehmer kommt die ganze Information aus einem Topf. Und das macht es halt entsprechend effizienter für alle. Das war so die Grundidee und das funktioniert zum Glück ganz gut. Wie kam denn die Liebe zum Spiel? Haha, ein Wort. Aus Liebe, haha. ich spiele sehr gerne. Schon, mein Vater hat mir irgendwann mal die Frage gestellt, willst du einen PC haben? Ja, nein. Soll der Internetanschluss haben? Ja, nein. Und seitdem bin ich dabei. Also ich weiß gar nicht mehr, wann das war, als ich 11 war oder so. Und dann seitdem hat das nicht mehr aufgehört. Viele hören ja dann auf, während dem Studium oder so. Ich habe dann aber entdeckt, dass die Uni, also ich habe Medienwissenschaften studiert, alle Medien behandelt, aber die Computerspiele nicht. Ich dachte mir so, das macht doch keinen Sinn. Es ist ein Medium und habe dann früh angefangen, mich akademisch mit dem Thema zu beschäftigen. Und das hat auch so gut funktioniert, weil ich eine Nische gefüllt habe und war dann schon als Student auf irgendwelchen Konferenzen zum Vortragen. Und ja, diese Leidenschaft wurde dann irgendwann zum Beruf und jetzt eben Eventveranstalter und Berater. Tolle Sache. Und jetzt noch die letzte Frage. Ihr Markenzeichen ist ja der Hut. Ja. Warum? Na, der ist doch schön, oder? Ich, erkennt man sie. Das ist tatsächlich, ich gebe auch Kurse zum Networking. Eine wichtige Empfehlung an alle da draußen, die auf professionelle Events gehen. Lasst euch was einfallen, woran man euch erkennt. Ich habe immer einen Hut auf, dadurch finden mich die Leute. Mein LinkedIn-Profil ist synchronisiert, mein Twitter und Facebook und Instagram-Account hat auch den Hut oder ein Foto mit dem Hut. Das heißt, immer wenn ich irgendwo bin, kann man mich am Hut erkennen. Wenn ich den Hut abziehe, bin ich plötzlich privat und man erkennt mich nicht mehr. Hat den zweiten Vorteil, dass ich nicht überall auf die Games Week Berlin angesprochen werde. Ein weiteres gutes Gelingen. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Bevor ich mit der Chefin der Woman Eyes spreche, begebe ich mich vorab in der Station zu Cubadis, die Games Business und Entwicklungskonferenz. Nun stehe ich jetzt hier mit The Godfather of the Cubadis Event. Hallo, Herr Reicher. Ja, guten Tag. Ja, was hat es damit auf sich mit der Cubadis? Wir haben 2003 damals die Frage gestellt, Quo Vadis deutsche Spielebranche? Wohin geht die Reise deutsche Spielebranche? Und das war eigentlich nur ein ganz lockeres Meetup der deutschen Gamesbranche, die damals sehr klein war. 2.500 Leute insgesamt nur in Deutschland. Und wir haben uns 2 Tage lang über den Zustand der deutschen Gamesbranche unterhalten. Und das hat so viel Spaß gemacht und war sehr erfolgreich, sodass wir das Event dann in den Jahren danach unter dem Namen Quo Vadis weitergeführt haben. Seit 2006 sind wir jetzt hier in Berlin. Die Anzahl der Teilnehmer auf der Quo Vadis hat sich verzehnfacht. Die deutsche Gamesbranche hat mittlerweile über 30.000 Leute, die in ihr arbeiten. Und es kommen zur Quo Vadis extrem viele Leute aus dem europäischen Ausland. Wow, und es ist ja ganz toll. Sie haben ein doppelstöckiges Gebäude hier in der Station. Was finden wir unten, was finden wir oben? Im unteren Bereich haben wir vor allen Dingen kleine Indie-Teams, die ihre Projekte ausstellen. Das ist jetzt seit 4 Jahren so Tradition bei uns, dass wir bis zu 40 Indie-Teams aus ganz Europa einladen, da ihre Projekte zu präsentieren. Studententeams aus den umliegenden Hochschulen zeigen ihre Projekte. Und das ist so der Hauptfokus des unteren Bereichs. Und hier oben, wo wir mehr Ruhe haben, finden die Vorträge statt. Sind Sie auch ein Gamer, nennt man das so, oder ein Spieler? Ja, natürlich. Also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe bis 2001 habe ich in der klassischen Personalbildung gearbeitet, habe dann angefangen, Game Designer auszubilden. Auch da, also da fing es schon an, dass ich so mein Hobby zum Beruf machen konnte. Hab selber lange Jahre Spiele entwickelt, spiele in meiner Freizeit sehr gerne Strategiespiele. Ja, ich spiele sehr gerne Echtzeit, Rollenspiele, bin sehr viel online. Aber leider ist es so, ne, je älter man wird, umso mehr Zeit verbringt man mit seriösen Sachen und umso weniger Zeit hat man zum Spielen. Aber wenn ich die Zeit finde, dann findet man mich meistens online. Ja. Umso mehr genießt man dann hier solche Events wie bei der Quo Vadis. Total. Also die Quo Vadis ist ein ganz großes Familientreffen. Die europäische Gamesbranche trifft sich hier einmal im Jahr. Das macht unheimlich viel Spaß. Es ist auch ein sehr vertrautes Verhältnis so mit vielen anderen Eventorganisatoren aus Polen, aus Frankreich, aus Skandinavien. Ja, verbindet uns eine enge Freundschaft. Die sind auch alle hier und das ist toll. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Natürlich gibt es auch auf einer Games Week oder bei der Cubadis ein Kinderspiel, nicht wahr?
Ja, das ist richtig. Wir haben ein animiertes und interaktives Kinderbuch dabei. Unsere Zielgruppe sind 4- bis 7-Jährige und es kann sehr viel entdeckt werden. Wie kam es zu dieser Idee denn? Ja, wir haben beide als Kinder sehr die alten Geschichten genossen und uns sehr über so schöne animierte, also nicht animierte, aber illustrierte Kinderbücher gefreut. Und haben überlegt, die neuen Medien bringen ja noch viel neue andere Möglichkeiten, diese Geschichten zu erzählen. Und das möchten wir jetzt gerne machen für die nächsten Generationen. Funktioniert das jetzt so, das Spiel? Ja, man bekommt eine Geschichte vorgelesen, also es gibt einen Erzähler. Und in jeder Szene gibt es sehr viele Sachen, die man entdecken kann. Und an manchen Stellen muss man halt helfen, dass die Geschichte weitererzählt wird. Das heißt, man wird unterhalten, aber man nimmt auch ein bisschen teil. Das ist nicht passiv wie Fernsehen. Zwei so hübsche, erfolgreiche junge Frauen hier bei der Kuwabis und mit so einem tollen Spiel. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Und mit starken Frauen geht es jetzt weiter wieder im Sälchen. Dort treffe ich auf Jenny Wergen, die Projektleiterin der Womanize. Heute der ganze Tag ist auf 3 Säulen aufgebaut. Es sind inspirierende Leute, die wir zu Gast haben. Zusätzlich gibt es Business-Pendel ein bisschen zur Gründung. Also wie gründet man sich? Oder wenn man selbstständig sein möchte, wie macht man das? Und das dritte ist Kreativität. Das heißt, wir haben auch kreative Talks heute aus der Games-Branche. Wow, und kommen die Gäste aus der ganzen Welt? Genau, viele kommen aus der ganzen Welt. Es gibt auch Studenten natürlich, die aus den Berliner Unis heute hier sind und Spaß haben den ganzen Tag. Und dafür kriegen Sie einen tosenden Applaus. Hören wir gerade. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Menschen werden zusammengebracht, die eins gemeinsam haben auf der Games Week Berlin. Sie wollen doch nur spielen. Das war der Busy-Woche, die Games Week. Ich bin jetzt schon wieder am Ende der Live-Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder.